Willkommen zurück in Episode 3 oder Part 3 unseres Half-Life 2 Episode 1. Also Half-Life 2 Episode 1, Part 3 Let's Plays. Letzte Folge sind wir wieder aus der Zitadelle geflohen, nachdem wir den Kern etwas stabilisiert haben. Sind mit einem Zug abgehauen, der Zug ist gecrashed und wir sind in einem Parkhaus gelandet. Und ja. Wir wollen uns eigentlich jetzt wieder in die Oberfläche kämpfen. Mal gucken, wie uns das gelingen wird. Aktuell geht es eher wieder nach unten, aber okay. This water's nasty. Is there room for two in there? Klar, wird fein. So, habe ich denn da was gehört? Aua. Na gut, aber das war's schon mit Gegnern. Hier sind wir wieder auf Trockenen. Auf dem Trockenen. Und ja. Ah, ich habe gerade gelesen, man kann mit diesen Fackeln Zombies anzünden. Wir sind nirgends Zombies. Also zumindest keine Lebenden. Wir sind nicht alle Zombies tot. Hatten wir mal sowas? Also ich habe es gelesen, weil es ein Achievement ist. Auf jeden Fall wieder nicht alle Achievements gelesen habe, beziehungsweise auch nicht weiß, welche ich so tun machen werde oder nebenbei erledigen kann, aber. Okay. Mal rein, wa? Kabel geht dort irgendwo weiter. So, was war das? Noch ein bisschen. Also die pure Anzahl an Leben, die hier rumliegt. Das ist kein so sonderlich gutes Zeichen. Oh. Guck mal, Alex, die kann das ab. Aua. Alex, sie ist explosionssicher. Kein Problem, wenn das neben ihr hochgeht. Sie hat ja schließlich Jeans an. Wie schön. Hallo, ich möchte gerne Zombies anzünden. Ich darf aber wieder nicht, hä? Ja? Oh, doch, den kann ich anzünden. Oh, das funktioniert wirklich, cool. Haben wir jetzt Zombies. Ich brauche Fackeln. Oh. Achievement. Das waren die richtig. Ich habe gerade schon wieder gefragt, was das für ein Geräusch war. Ja, wäre schön, wenn der mal kommen würde. Hier ist schon verbraucht. Ich mag die Dinger nicht, die haben so viel Rüstung. Dass sie sich in die Luft jagen, ist mir egal, aber ich brauche einen Schuss. Mein anstrengend hier. Ja, komm, verschieß ihn doch. Hallo.
also so ziemlich jedem Zombie-Film und hier habe ich das jetzt auch erwartet, dass sie ihre Arme durch das Gitter stecken, aber gut. Und halt auch versuchen, an uns ranzukommen. Aber... So, haben wir mal die Endlines gewonnen, mal die Zombies. Ein Wechselspiel. Ja. Die Ladescreens dauern hier etwas länger. Let's get out of here. Oh God, no. No, it's locked. I can't believe this. Ja, ich mach dann erstmal das hier auf, wa? Hey, up there! Hello? Can you let us out of here? Hello? Oh, ich höre da einen Dog. Glaube ich. Ist hier sonst irgendwas drin, dass ich alles kaputt machen kann oder soll? Noch Munition. Oh, guck mal. Ich habe was gefunden, was uns möglicherweise helfen könnte. Ja, wunderbar. Aber wer versteckt das denn? Was soll denn sowas? Ja, schneller drin kann ich nicht. Ich kann es ja mal mithelfen. Ach, das Ding wird doch noch in die Luft fliegen. Ich dachte, wir hätten das. Nee. Oh mein Gott. Strider's really torn ourselves with some relatively meager exposition. The destabilization of the City 17 reactor has had repercussions. I've never been happier to see Dr. Kleiner. Although we hardly dared speak this hope ahead of time, the destructive pulse forced a damper on the entire network of linked Citadel reactors. Thus, for the time being, I believe that all Combine portals have failed completely, as well as all communication. Ach Quatsch. Nur weil wir deren Daten geklaut haben. Deren Daten, für die sie ziemlich alles opfern wollten. Aufnehmen. Zeit, den Müll rauszubringen. Oh, guck mal, neue Waffe. Ja, dass sie sich alle auflösen. Vielleicht sollte ich nur noch mal nachsuchen, ob man die nicht ein bisschen länger liegen lassen kann, die Leichen. Ich meine, ich will nicht alles voller Leichen haben, aber dass sie sich direkt in Luft auflösen, ist halt irgendwie... Das ist irgendwie falsch. Was? BTF, was war das? Ich will mal noch ein Auto, wa? Machen wir mal eben zu. Das schwebt da noch so schön in der Luft, das kann man doch bestimmt noch mitnehmen. Alex, du stehst im Weg. Oh. Das ist auch ein Achievement. Okay. Ich habe das Gefühl, das wird nicht das letzte Mal gewesen, dass wir das machen müssen, von daher. Wie oft die hier einfach irgendwas mit Brettern zugenagelt haben. Das war mein Plan. Ja. Um.
Was muss ich denn outfickeln? Das Feuer löschen oder was? Okay, dann nehmen wir doch das Gas einfach ab, wa? Ein kleiner Kasten, was ja alle hält. Eieiei. Nicely done. Let's head upstairs. Ja, du läufst da mal eben rein und explodierst. Genau. Und zerteilt sich dabei ein bisschen. Braver Zombie. Oh, erneut Sniper. Womit krieg ich den denn jetzt kaputt? Gar nichts, wa? Geben mir noch die Waffen für. Ja, gegen Sniper können wir noch nichts machen, aber ich denke, da kommen wir noch hin. Ja, ich mach das schon. Ist ja lächerlich, wie die Leichen sich auflösen. Ist doch gerade auf der anderen Seite alles weggemacht, dachte ich. Hm. Guck mal, ein Geschütz. Nice toss, Gordon. That sniper almost took my head off. Tja, das Let me climb up and take a look at what we're walking into. Okay. Dann guck du mal. Ich kann auch was sehen. Uh-oh. They've got the street fortified up ahead. You run point, okay? I'll cover you from up here till you reach the far end. When the coast is clear, I'll catch up. Okay, looks like I can get that ladder down to you. Let me shoot out the latch. I might be a little rusty with this rifle. Nope, guess I'm not. Okay, sehr schön. Also, wir können vor und sie rettet uns den Arsch. Oder deckt uns den Arsch. Hallo. Opsasa. Das war nicht so beabsichtigt. Also nochmal. Ah, oh, ich hab gedacht, hier liegt vielleicht noch was. Nice. Minor lacerations detected. Ja, schöne saubere Headshots, so mag ich das. Ich will immer zur Crowbar greifen und hab keine. Kann doch nicht sein, Gordon Freeman ohne Crowbar. Irgendwas ist doch hier. Irgendwas ist doch hier im Busch. So. Soll ich noch eine Waffe in die Hand nehmen? Wer weiß. Da ist gar keine Kiste mit drin. Ich möchte ja, dass ich mir Deckung geben kann, also mache ich die Bretter weg. Genau, so. Komm mal hier, Alex. Ich habe was zum Spielen für dich. Oh, daneben. Was war das denn? Ach, das ist sogar ein Achievement. Cool. Dann, warte ich doch erst recht. Ups, das war. Hallo. Genau, dankeschön.
geht's nicht lang. Da liegt gut. Sehr schön. Und ein Fahrrad. Ja, ich habe gerade versucht, die Viecher mit dem Auto zu töten. Das war gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Einen haben wir wieder. Und schon 20 fürs andere Achievement. Mal ein bisschen anzumelden. Ja, komm. Ah, sauber Schuss. Du erschießt hier da hinten weiter. Ich guck mal, ob es hier irgendwo noch was zu holen gibt. Nö, hier sieht ziemlich leer aus. Oh, das Tor ist wieder zu. Wahrscheinlich muss ich eben reinrennen, wenn das Tor offen ist, wa? So, Shotgun-Muni haben wir auch wieder. Alex ist vom... Da kommt sie. Na komm doch. Ja, wahrscheinlich musst du mich auch hier reinlassen, wa? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, lass die Dinger doch Dinger sein. Ja. Machst du jetzt auf oder was ist los? There's no telling how much time we have left. It can't be that much farther to the train station. Glad that's over. Oh god. Whoa. Looks like the reactor's back on track for a meltdown. That transmission's going out after all. Oh. I'd like to find another way around these buildings. But we really don't have time. Okay, let's get in. Come on. Das sieht echt nicht gut aus mit dem Reaktor. Ich hatte gehofft, wir hätten ihn gesichert. Okay, da geht's scheinbar nicht lang. Great Shoot, das war wirklich ein Shoot. Ja, ja, komm. Das war schon etwas besser. I think we just broke about 50 Combine Regulations. Wen interessieren denn Combine Regulations? Get away from the doors! Ja, komm doch raus da. Die Granaten machen das doch wohl. Diese verschwindenden Leichen. Ich muss unbedingt für die nächste Folge mal gucken, ob man das ändern kann. Das ist einfach nur irritierend. Ich meine, das geht mir nicht bei mir um Gewalt oder sowas. Es ist einfach jedes Mal aufs Neue irritierend, wenn die Leiche einfach wegfadet. Cool, der ist schon total daneben geschossen, sehr praktisch. Da.
Wir haben alles voll und trotzdem liegt hier wie blöd HP rum. Und das irritiert mich. Schmeißt man noch was runter, man weiß ja nicht. Oh. Oh fuck, hätte wegkommen sollen. Wie bei dem Flash von CS, da kannst du die Scheiße auch bei dem Kampf erlaufen. Ich könnte vielleicht wieder ein Wortkampf kommen und mir Pheromone erstellen. Ich meine, weiß ich jetzt, warum hier so viele Leichen da. Nein, natürlich kann kein Vaultigon kommen, denn wir haben keinen Leichnam, aus dem man die Pheromone ziehen könnte. Aha. Also rein logischen Weg. Nicht, dass ich sowieso keinen erwartet habe, aber wie sollte er das machen, wenn der Leichnam weg ist? Weil ich habe jetzt, glaube ich, auch die Low Violence Version laut Steam. Vielleicht liegt es auch da dran. Und versuche die beim Auto zu killen. Ich will wohl nicht so, wie ich will. Dann hätte ich das auch zulassen sollen. Sehr laut, finde ich. Das reicht auch dicke. Okay, Hammer voll. Ja, komm, ich mach das so schief noch eben hier. Ach, ich hab da oben einen anderen Teammate, der mir hilft. Guck mal, jetzt haben wir's doch gleich. Na komm. Ist das Loch leer? Ja, da haben wir es doch. Wunderbar. Jetzt kommt es auf dem anderen Loch auch wieder. So. Dann geht's weiter. Wie das verschränkt an der Wand. Irgendwie habe ich dann, nachdem wir das einmal in der Story hatten, dass da dann was hinter ist, muss ich die ganze Zeit dahinter gucken. Your rent crawling skills seem to be in high demand today, Gordon. Ja. Ist auch das, was ich mit am besten kann, ja, das habe ich in Half-Life 1 schon gelernt. Was ist das da? Oh, back so soon? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht hier hin wollte. Na gut. Ja, geht das oben noch einen anderen Weg? Ich bin hier schon wieder.
überhaupt nicht vergesslich oder so. Nee, da. Gut, da sind wir runtergefallen. Alles klar. Da ist auch nichts. Dann geht's wohl da lang weiter. Also, da lang. Mal schauen, wo es uns hinbringt. Weil man in diesen Schächten wenigstens laufen könnte. Ups, das ist hier ein kleines Minenfeld. Zwei Optionen. Alles in die Luft fliegen lassen. Oder nicht. Okay, in Counter-Strike Go und einigen anderen Sachen gehen Explosionen nicht durch Wände. Ich habe jetzt gedacht, im Schacht wäre ich vielleicht sicher. Das war wohl ein Intro. Hä? Entschuldigung, aber wo komme ich denn gerade her? Ich bin doch gerade in den Schacht geklettert. Wieso ist der jetzt von hinten offen? Hä? Habe ich was verpasst? Ah ne, ich bin da. Ah, ich bin mit dem Schacht runtergefallen. Ah, okay, das habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten. Okay, dann rätseln wir mal. Ha? Ui, das war schwer. Hallo, ich wollte nicht ertrinken. Gut. Aber ich möchte vielleicht eben gucken, ob es da unten was gibt. Ah. Ah, der sinkt noch langsam oder was? Ich sehe hier gerade nirgends eine Leiter. Vielleicht müssen wir mit den Viechern ein bisschen hoch. Ah, oh, wir haben unseren Fahrstuhl schon gefunden. Na gut. Nee, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen oben an die Leiter ran. Aber hier können wir jetzt die Dinger zerschießen und abtauchen, ne? Mal eben gucken, ob es hier unten was gibt. Aber hier unten gibt es offensichtlich nichts. So, jetzt kommen wir hier hin. Falls hier irgendein Zombie lebte, dürfte der jetzt auch tot sein. Ich wollte die Tür öffnen, das geht aber nicht. Jo, was ist hier noch? Oh, das sieht aus. Jetzt hätte er sich selbst in den Kopf geschossen, weil das nicht mehr ausgehalten hat. Tja. Immerhin durfte er noch selber über den Todeszeitpunkt bestimmen, mehr oder weniger. Da kann man nicht rein, aber ich habe einen Health-Pack gefunden, cool. Ah, und von hier geht's dann rüber, okay. Dann wollen wir mal klettern. Also die Idee, hoch zu müssen, war richtig. Nur die Art und Weise, wie wir da hochkommen, die habe ich noch nicht richtig gehabt. Aber gut. Einen anderen Weg habe ich gerade nicht gesehen, außer diesem Vent. Wieso weist der mich jetzt gerade auf die SMG-Granate hin? Einfach nur, weil ich die Waffe in die Hand genommen habe und die noch nie benutzt habe, oder? Also das ist ein tieferen Sinn. Ja, andere Minen höre ich nicht. Wow. Ja, die gehen noch nicht hoch, wenn ich neben denen was in die Luft jage. Das ist auch interessant. Alex kann ich noch nicht. Ah, guck mal. Dann Stromkasten. Diesmal kann ich ein bisschen schneller. Wunderbar. Nein, ich würde dich doch nie vergessen. So. Oh, 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 raus da, Alex. Der rennt doch gerade in die Mine rein. Der ist durch die Mine, ohne dass sie hochgegangen ist. Wir gehen trotzdem weg. Ja, stell dich da rein. Ich habe das Gefühl, dass sie gerade auf unsterblich geskriptet ist, aber okay. Mich soll es nicht stören.
Ich meine, ich bin ja irgendwie auch unsterblich, von daher. Das Ding ist auch nicht in die Luft geflogen. Oh. Ja, Tasse, wie schön. Here we go again. Ups, das war. Geh weg. Na gut, von einem kleinen Lagerraum von denen können natürlich auch. Oh, ein Crossbow. Na gut. Allerdings ist unsere Zeit auch schon wieder vorüber und ich weiß gerade auch nicht, wo es wieder hier rausgeht. Wahrscheinlich nach unten, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Part 3 und Part 4 gibt's dann hoffentlich morgen. Tschüss.